Ja, ich habe hier einen ganz interessanten Fall mal herausgesucht, der auch mal zeigt, wie hochauflösend und schnell die digitale Volumentomographie dann doch den Frakturausschluss machen kann. Das ist ein 10 Jahre altes Mädchen, das 5 Tage vor Besuch hier in unserer Praxis auf das Handgelenk gestürzt war. Im Krankenhaus wurde dann Frakturausschluss mittels normalen Röntgenbilder getätigt. Und aufgrund der persistierenden Beschwerden stellte sich dann die Mutter mit dem Kind hier vor. Und dann haben wir aufgrund der deutlichen klinischen Beschwerden ein DVT des Handgelenks durchgeführt. Klinisch zeigte sich ein deutlicher Druckschmerz im Bereich des Trapeziums. Wenn man sich die Bilder dann hier anschaut, das sieht man ganz schön auf der Maske. Man hat einmal die koronare, sagittale und auch die axiale Ebene. Und dann zum Abschluss auch nochmal eine 3D-Rekonstruktion, die man dann auch dem Patienten schön zeigen kann. Und die können sich dann wunderbar daran orientieren und haben dann ein Bild vor Augen, wie die Fraktur dann auch hochauflösend aussieht. Und wenn wir uns dann jetzt die koronare Ebene mal anschauen, dann kann man hier einmal schön durch die ganzen Handwurzelknochen durchfahren. Man sieht noch die offenen Wachstumsfugen hier im Radius und im Bereich der Ulna. Die Handwurzelknochen sind alle schon komplett verknöchert und dann, wenn man sich das dann genau anschaut und weiß, wo die klinische Problematik ist, sieht man hier diese knöcherne Absplitterung am Trapezium. Das sehen wir hier auch in der axialen Aufnahme ganz gut. Wenn wir da einmal so durchfahren, sieht man genau hier an der Stelle, dass das Trapezium da eine knöcherne Schädigung hat, die ursächlich ist für die Beschwerden des Kindes. Und wenn man sich das dann in der Rekonstruktion ansieht, verzerrt das jetzt so ein bisschen, weil man davon ausgeht, dass die Fraktur nicht ganz durchgeht, aber dann sieht man hier schön die knöcherne Verletzung des Trapezium beim 10 Jahre alten Kind.